Obama, der erste europäische US-Präsident, hat bereits in seiner Kairoer Rede angekündigt, wohin die Reise geht, was die Rolle der USA anbelangt. Weniger Weltpolizei, mehr Weltsozialarbeiter. Keine Feinde, sondern lauter Partner aller Orten. Man kommt zwar nicht umhin, ein gewisses Verständnis für die Kriegsmüdigkeit der USA zu empfinden, eine Müdigkeit, die sich spätestens in Obamas Anerkennung der Balmorsis ankündigte. Diese Müdigkeit hat wohl nicht zuletzt auch etwas zu tun mit der, vorsichtig ausgedrückt, mangelnden Dankbarkeit der Welt für die Opferbereitschaft der USA im Namen der Zivilisation. Es bleibt aber zu hoffen, dass die diesjährige Wahl die Uhr ein Stück weit zurückdrehen wird und die USA auf die Weltbühne zurückkehrt. Es gibt wenige Dinge, die hierzulande für solche Einheit sorgen, wie die Abneigung gegen alles Amerikanische. Rechts- und Wirtschaftssystem seien unsinnig, korrupt, lächerlich, die Gesellschaft gierig, fett, oberflächlich, George Bush ein Kriegsverbrecher, schlimmer als Hitler oder sogar Sharon. Und amerikanische Außenpolitik primär von materiellen Interessen geleitet, als sei das eine Besonderheit. Die Demonstration gegen TTIP letztes Jahr war mit 150.000 die größte seit der Demonstration gegen den Irakkrieg. Das Publikum dasselbe, evangelische Friedensapostel, Nazi-Opas, Bewegungs- und Parteilinke, Verschwörungstheoretiker etc. Gegen Amerika geht immer. Es gehört zum guten Ton der US-amerikanischen Zivilisation, die europäische Kultur als unversöhnlichen Gegensatz gegenüberzustellen, wahrscheinlich zu Recht. Henrik Broder hat in einer helleren Stunde einmal geschrieben, Kultur ist, wenn Sie Ihren Nachbarn den Kopf abschlagen und daraus eine Blumenvase machen. Zivilisation ist, wenn Sie dafür ins Gefängnis müssen und nie wieder rauskommen. Während Kultur und multikulturell hoch im Kurs stehen, wird Zivilisation verachtet, weil sie kulturelle Unterschiede zugunsten zivilisatorischer Disziplin aufhebt. Jetzt habe ich meinen dritten Zettel irgendwo verloren. Das Zitat ging eigentlich noch weiter. Das tut mir jetzt leid. Insofern würde ich einfach das so stehen lassen. Vielleicht finde ich den Zettel ja noch, dann kann ich das nachher in der Diskussion noch zu Ende führen, so dann um den Rahmen zu schließen. Ich hoffe, das klappt dann. Gut, genau. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, was die letzten Worte da waren. Ich wünsche euch einen schönen Vortrag und übergebe das Wort an Jörg. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Matthias. Vielen Dank auch für die Einladung, hier heute Abend vor euch zu sprechen. Das hat mich sehr gefreut, aus vielerlei Gründen, vor allem aber auch, weil, Matthias hat es angedeutet, der Anti-Amerikanismus sicher ein Phänomen ist, das die Beschäftigung lohnt. Ganz wichtige Herausforderung, so denke ich zumindest, denn das, was sich da fokussiert im Anti-Amerikanismus, ist eine wichtige Herausforderung. Für uns alle betrifft es doch auch eine Art von Selbstverständnis einerseits Deutschlands, andererseits Europas. Gestattet mir daher, euch ganz kurz zu erzählen, was heute Abend meinerseits auf euch zukommt. Das möchte man ja gerne wissen. Ich würde ganz gerne ein paar Sätze verlieren zur Geschichte des Anti-Amerikanismus von Europa, von Deutschland aus. Dann ein paar Bemerkungen, die sich mit dem Begriff des Anti-Amerikanismus auseinandersetzen sollen. Stichwort, das ist ein Vorteil, Ressentiment, geschlossenes Weltbild, was auch immer. Dann würde ich ganz gerne, falls noch Zeit bleibt und ihr noch Lust habt, überleiten zu einer aktuellen Debatte um die deutsche Außenpolitik. Denn ich würde ganz gerne auch vermitteln und euch auch ein bisschen Lust darauf machen, sich mal mehr mit außenpolitischen Fragestellungen von Deutschland aus generell zu befassen, denn das, so denken wir auch vom Middle East Freedom Forum, kommt in Deutschland in der Regel und generell zu kurz. Wir haben eigentlich kaum Debatten um eine deutsche, eine europäische Außenpolitik. Und dabei ist das transatlantische Verhältnis, das Verhältnis zu den USA, von doch recht wichtiger Bedeutung. Und ich würde ganz gerne den Fokus darauf richten, wie denn im Augenblick anhand einiger Dokumente wichtiger bundesdeutscher Thinktanks dieses Verhältnis zu den USA, zu den Vereinigten Staaten definiert wird. Wie ist dieses Verhältnis zur sogenannten transatlantischen Wertegemeinschaft, speziell zu den USA, also befasst? Was für Vorschläge gibt es? Wie überlegt man sich, wie eine deutsche Außenpolitik da situiert werden kann? Das alles, so ein klein wenig eben, vor dem Hintergrund einer, so würde ich das vorschlagen, einer Folie,
des Anti-Amerikanismus, was nicht bedeutet, dass die Think-Tank-Vorschläge jetzt etwa unmittelbar anti-amerikanisch sind. Aber ich würde euch bitten, mal ein bisschen zuzuhören, dann, wenn wir diese Vorschläge diskutieren, was denn so die Grundlage ist, was schwingen denn da für Töne mit, was schwingen da für Untertöne mit, was sind das für Vorschläge, die ganz wesentliche, ganz wichtige Leute bundesdeutscher Thinktanks im Verhältnis zu den USA machen. Meine Damen und Herren, just jetzt, hier und heute, fühlt sich der Atlantik wieder breit und trennend an. Die Amerikaner wählen einen neuen Präsidenten. Ja, spinnen die Amis denn, schreibt der Tagesspiegel am 7.2. diesen Jahres. Ist dies noch das Land, das Europas Schicksal mit seinem verknüpft hat, dessen Einwohner in erdrückender Mehrheit von Einwanderern aus Europa abstammen, das in zwei Weltkriegen eingriff, um Deutschland und Europa von seinen selbstzerstörerischen Dämonen zu befreien, das Hitler besiegte, den Westdeutschen eine freie demokratische Grundordnung gab und später als einziger Verbündeter die Wiedervereinigung aus vollem Herzen unterstützte. Und Barack Obama hatte den Deutschen die Zuneigung, die sie ihm nach den verstörenden Bush-Jahren entgegenbrachten, nicht gedankt. Alles der Tagesspiegel. Er verkündete eine Wende nach Asien und ließ sogar die Kanzlerin abhören, wenn sich die USA unter seinem Nachfolger vollends von Europa ab. Soweit der Tagesspiegel. Vor zwei Tagen schreibt ein Konstantin Schneider II, so nennt er sich, andernorts auch Bundesboy, auf einem Blog der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Kontext der Syrien-Debatte. Ich zitiere: Das Problem ist leider Amerika. Und zwar ein Amerika, das glaubte, das mit Doppel-S, das glaubte, wegen seiner großen Verdienste bei der Befreiung Europas, Befreiung in Anführungszeichen, von dem Elend, welches Stalin und die Nazis dem Kontinent zugefügt hatten, Freunde auf Lebenszeit zu gewinnen, die mit Amerika folglich auch durch dick und dünn gehen würden. Doch leider ist der Vorsprung, schreibt Bundesboy, den Amerika im Hinblick auf die Überwindung von Monarchie und Gewinnung von Demokratie dem alten Europa gegenüber bis zum Mauerbau hatte, bereits zu Zeiten des Kalten Krieges geschwunden. Und da die USA es leider nie zu einer sozialen Marktwirtschaft ähnlichen Wirtschaftsordnung gebracht haben, verfielen sie nach dem Fall der Mauer in einen sündhaft teuren Neoliberalismus, den sie sich nur noch zum Preis von Krieg im Nahen Osten leisten konnten. Gerhard Schröder als Kanzler der rot-grünen Koalition erkannte dies im Gegensatz zu Angela Merkel und weigerte sich daher 2003 an der Seite Amerikas in den Irakkrieg zu ziehen, ohne den es heute gar keinen islamischen Staat gäbe. Das lässt doch zumindest aufhorchen. Die FAZ schreibt am 13.02. auf ihrer Titelseite, ich zitiere wörtlich: Anders als so vieles, das nichts taugt, verdanken wir den Valentinstag nicht den Amerikanern. Schreibt die Zeitung für Deutschland. Was dagegen ganz empirisch, meine Damen und Herren, taugt, sind die im Vergleich zu Deutschland offenbar strengeren US-amerikanischen Abgasnormen für Pkw. Daher ist der Konzern VW im Visier amerikanischer Ermittler. Fest steht, es stehen Sammelklagen gegen Volkswagen an, es geht um Milliardenzahlungen und es geht vor allem um die Frage, hat dieser Konzern gezielten Betrug an Kunden verübt. Was dagegen ebenfalls taugt, ist die strenge amerikanische Börsenaufsicht, die dazu führt, dass Milliardenstrafzahlungen gegen die Vorzeigebank der größten europäischen Volkswirtschaft, gegen die Deutsche Bank, verhängt worden sind. Seit 2012 hat die Deutsche Bank 12,7 Milliarden Euro allein für Rechtsstreitigkeiten aufwenden müssen. Ein Ende ist nicht absehbar. Das ist eine Milliarde mehr, als Aktionäre der Bank an frischem Kapital im gleichen Zeitraum, also seit 2012 bis heute, anvertraut haben. Resultat? Im Fall der Deutschen Bank heißt das konkret die Schließung von 200 von 750 Filialen. Die Mitarbeiterzahl der Deutschen Bank, so
soll um fast 33.000, das muss man sich mal klar machen, auf 77.000 sinken. Und es drohen noch weitere empfindliche Strafen, unter anderem wegen dubioser Hypothekenanleihen in den USA. Die FAZ spricht in diesem Zusammenhang von einem Niedergang der Deutschen Bank, meine Damen und Herren. Worauf es mir aber in diesem Kontext ankommt, ist, dass sowohl im Falle VW wie im Falle Deutsche Bank dieses, was ich gerade diskutiert habe, hausgemacht ist. Beide Vorfälle belegen ganz eindeutig ein Eigenverschulden, das nicht auf jemanden nach außen hin projiziert werden kann. Falls also dieser Niedergang der Deutschen Bank tatsächlich eintritt, mit Massenentlassungen etc., ich hatte es skizziert, gibt es dafür keinen auswärtigen oder ausländischen Schuldigen. Und auch im Fall der korrupten Altherrengang FIFA ist es das US-amerikanische Justizministerium, für die Fußballfans unter uns, die entscheidend die Ermittlungen zusammen mit der schweizerischen Bundesanwaltschaft aufgenommen hat. Befinden wir uns also, meine Damen und Herren, im gleichen Universum wie die USA, wie die FAZ im Dezember mit deutlichem Unterton rhetorisch fragte? Um diese Frage schlüssig beantworten zu können, möchte ich mit Ihnen gemeinsam, wie angekündigt, einen kurzen Blick in die Historie der deutsch-amerikanischen Beziehung werfen und in die Geschichte im engeren Sinne des Anti-Amerikanismus. Der von mir sehr geschätzte Andy Markowitz hat in seinem Buch Amerika, dich passt sich's besser, und hier habe ich, wenn Sie so wollen, den ersten Literaturtipp, falls Sie mögen und das ein bisschen vertiefen möchten, das Buch ist im konkreten Literaturverlag noch zu haben. In diesem Buch hat Markowitz darauf hingewiesen, dass sozusagen Ressentiments gegen Amerika, gegen diesen Kontinent so alt sind wie die sogenannte Entdeckung Amerikas, also sich rückdatieren lassen auf durchaus das 16., 17. Jahrhundert. Schon seinerzeit ging es, wenn wir den Quellen dort trauen dürfen, jedenfalls laut Andy Markowitz, darum, den Amerikanern vorzuwerfen, sie seien käuflich, sie seien mittelmäßig und vor allem, auch das wird später für unsere Debatte noch wichtig, sie seien inauthentisch, was immer das heißen soll. Es geht also da schon sehr früh um ein Ensemble von, in dem Fall würde ich es noch bezeichnen, von Vorurteilen, wobei Markowitz auch darauf hinweist, dass zum Beispiel in Deutschland des 19. Jahrhunderts ganz real als Bedrohung empfunden wurde, dass eine hohe Anzahl von Menschen in Deutschland in die USA ausgewandert sind. Die Deutschen haben zwischen 1820 und 1880 nämlich die größte Einwanderergruppe der Vereinigten Staaten gestellt. Das waren schätzungsweise 3,1 Millionen Menschen. In die Zeit des 19. Jahrhunderts fallen auch die stereotypen Zuschreibungen wie Minderwertigkeit, Degeneration und Falschheit, wenn von den USA oder von Amerikanern die Rede ist. Denn Linner weist in seinem Buch über Anti-Amerikanismus darauf hin, dass es sehr früh darum geht, Zivilisation gegen etwas Ursprüngliches, gegen Natur auszuspielen. Es ginge darum, den Amerikanern zu unterstellen, dass deren Zivilisation eine vorgeblich unschuldige Natur regelrecht vergewaltigt. Im 19. Jahrhundert kommen dann Attribute im Negativen, die negativ konnotiert sind, auf die Vereinigten Staaten bezogen dazu. Kommerz, Massenkultur und vor allem negativ konnotiert, wie gesagt, Gleichmacherei. Sie müssen sich ja vorstellen, vom Europa des 19. Jahrhunderts aus betrachtet, hat es einen in den USA entscheidenden Einschnitt gegeben, nämlich die amerikanische Revolution mit ihrer Verfassung von 1776, in der Folge auch die französische Revolution. Das ist in Europa durchaus als Bedrohung empfunden worden, beziehungsweise präziser und wichtiger, eine Bedrohung für die damaligen europäischen Eliten. Für die Unterklassen, die sich auf dem Weg in die USA machten, waren diese revolutionären Versprechen keine Bedrohung, sondern ein Versprechen. Nämlich die Freiheit, das Individuum sich individuell zu verwirklichen. Das Recht auf eine solche Verwirklichung. Von Deutschland aus betrachtet sind die Revolutionen sowohl in den USA wie in Frankreich als rational und materialistisch
klassifiziert worden, die Institutionen interessanterweise, die diese Revolutionen herausgebildet haben, als zu abstrakt. Dagegen hat man vor allem in Deutschland gegen Bilder, regelrecht gegen Begriffe entwickelt. Sie werden es vielleicht kennen. Vor allem hat man sich vorgestellt, speziell deutsche Arbeit sei tiefgründig und geistig, würde um ihrer selbst willen erfolgen. Hier lässt Richard Wagner im Übrigen grüßen, im Gegensatz gerade zur amerikanischen Geschäftemacherei und Spekulation. Diese vor allem mit den USA verbundenen negativen Konnotationen finden vor dem Hintergrund von als bedrohlich empfundenen Umwälzungen statt. Modernisierung, Industrialisierung und vor allem, und nicht zu vergessen, Demokratisierung. Einher mit diesen Bedrohungen, so wie sie empfunden worden sind, gehen eben weitere negative Zuschreibungen, vor allem Hass und Neid. Doch zunächst mal werden vor allem England und Frankreich solche Ressentiments entgegengebracht, weniger den USA. Das hat den einfachen Grund, dass im 19. Jahrhundert sozusagen geografisch auch gesprochen die USA noch sehr weit entfernt schienen. Das ändert sich dann im Laufe der Jahrzehnte. Die damaligen als negativ klassifizierten amerikanischen Zustände sind noch sehr weit weg von Europa. Und Werner Sombart schreibt 1911, ich zitiere wörtlich: Das, was wir Amerikanismus nennen, ist zu einem sehr großen Teil nichts anderes als geronnener Judengeist. Zitat Ende. Das ist aus seinem Buch Die Juden und das Wirtschaftsleben. Mit anderen Worten, ein erster, na vielleicht nicht erster, aber sehr wichtiger Hinweis darauf, dass Antisemitismus und Anti-Amerikanismus eine stellenweise sehr enge Verbindung eingehen können. Wilhelm von Polenz schreibt in seinem Buch Das Land der Zukunft ein paar Jahre früher, ich zitiere wörtlich: Die Physiognomie einflussreicher Kreise New Yorks beweist, dass auch in der neuen Welt dem Semiten die Eigenschaft nicht abhanden gekommen ist, das eigene Wesen unverändert zu wahren und das Wirtsvolk durch seine Art tief zu beeinflussen. Zitat Ende. Geradezu klassisches Beispiel für Antisemitismus, wie er jetzt aber genau auch im Zusammenhang mit New York und damit mit den Vereinigten Staaten generell in Zusammenhang gebracht wird. Ich hatte davon gesprochen, dass zu Zeiten der Weimarer Republik die Veränderungen, die auch das Wirtschaftsleben, die Wirtschaftsweise, die, wenn man so will, Produktionsverhältnisse betreffend, sich verändert haben. Es geht um die Einführung standardisierter Produktion, Stichworte Fordismus, Taylorismus. Ich kann das hier nicht vertiefen, aber hier zunächst mal als Stichwort genannt. Es geht um als bedrohlich empfundene Veränderungen, sowohl in der Gesellschaft nach innen als auch nach außen, um Verstädterung, moderne Massenkultur und die Emanzipierung der Frau. Im Jahre 1924 schreibt der Aachener Philosoph Peter Manniken, ich zitiere, in seinem bezeichnenden Buch Anti-Fort oder von der Würde der Menschheit: Im Zivilisationsmenschen ist alles Kulturhafte preisgegeben. Zitat Ende. Und schon hier finden Sie den für Deutschland sehr typischen Gegensatz Kultur auf der einen Seite, die als gut imaginiert wird, als umstandslos gut, als tiefgründig und als regelrechtes Gegenbild dazu Zivilisation. Wir haben also eine Dichotomie, wie sie sich imaginiert wird, von Kultur und Zivilisation. Amerika ist dementsprechend geradezu zu einer Chiffre geworden für die Moderne. Man befürchtet in Europa und auch natürlich in Deutschland ganz besonders, weil wir immer diesen historischen Hintergrund der Weimarer Republik dann hin zum Nationalsozialismus mitreflektieren müssen, eben ganz besonders den Verlust der eigenen sogenannten Identität. In den USA dagegen wird unterstellt, sie seien eine unorganische Gesellschaft, in der der Pöbel herrsche. Es geht also um ein ganz umfassendes antiamerikanisches Bild, im Gegensatz dazu mit einem starken eigenen Nationalismus
verbunden wird, letztlich um einen Antagonismus, so wird er sich zumindest vorgestellt, zwischen Deutschland und dem Westen. Zusätzlich gerät gegen Ende des 19. Jahrhunderts die US-amerikanische Außenpolitik in den Blick, denn mit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 steigen die USA endgültig zur Großmacht auf. Auch wenn wir uns die Außenpolitik anschauen, vor allem natürlich dann in der Folge des Ersten Weltkrieges, werden der amerikanischen Regierung und den USA schlechthin negative Zuschreibungen unterstellt. Die US-amerikanische Außenpolitik, so wird schon damals geschrieben, 1918, 1919, sei rachsüchtig, salbungsvoll, grundsätzlich dem deutschen Wesen entgegengesetzt. Und Woodrow Wilson, der damalige US-amerikanische Präsident, sei eine Puppe der Großbanken und Millionärsinteressen. Die Linke hat diese Ressentiments auf ihre Seite, auf ihre Art und Weise verarbeitet, so die KPD 1924, die davon spricht, dass Finanzkapitalisten, Geldsäcke, Spekulanten und Wucherer eine schamlose Ausplünderung des werktätigen deutschen Volkes betrieben. Allgemein werden Juden ja als Drahtzieher der 14 Punkte Wilsons imaginiert in Deutschland, obgleich die deutsche oberste Heeresleitung seinerzeit ihrerseits schlicht und einfach der Regierung empfohlen hatte, diese für den Frieden bestimmten 14 Punkte anzunehmen. Meine Damen und Herren, die Zeit des Nationalsozialismus möchte ich am Rande deshalb eingehen, weil sich hier natürlich der Anti-Amerikanismus sowie natürlich der Antisemitismus, wie wir alle wissen, besonders ausprägt. Vielleicht nur ein Zitat des NSDAP-Wirtschaftssprechers Feder von 1930, der einen in Anführungszeichen bekannten Gegensatz aufmacht. Er, und das ist jetzt interessant, verortet vor allem in den USA ein raffendes jüdisches Finanzkapital und stellt dem ein schaffendes deutsches Produktivkapital gegenüber. Anti-Amerikanismus, meine Damen und Herren, gab und gibt es von links bis rechts. Es gibt ihn auf allen gesellschaftlichen Feldern oder Ebenen, in der Kultur, in der Wirtschaft und in der Politik. Vor allem aber, das haben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, manifestiert er sich dann, wenn es um Wirtschaftsthemen geht. Wir haben es hier häufig mit einer, wenn Sie so wollen, verkürzten Kapitalismuskritik zu tun. Als negativ erfahrene Erscheinungsformen dessen in Deutschland werden falsch auf die Vereinigten Staaten projiziert. Dagegen wird ein Wunschbild konstruiert, Arbeit und Wohlstand für alle, ohne die als negativ empfundenen Auswirkungen des von der Zuschreibung her westlichen Kapitalismus, das gehöre man nicht selber auch dazu, und gegen die Moderne. Vorgestellt wird sich die Wärme einer Gemeinschaft, als gäbe es nicht in jeder Gesellschaft Interessengegensätze und Partikularinteressen. Adolf Heilfeld, ein konservativer Publizist in der Weimarer Republik, warf den Amerikanern vor, dass sie die Umwertung aller Werte anstrebten. Der amerikanische Materialismus entspreche jüdischen Prinzipien. Mir kommt es sehr darauf an, Ihnen klarzumachen, dass es sehr, sehr häufig eine ganz enge Symbiose, eine ganz enge Verbindung von antiamerikanischem Ressentiment und Antisemitismus gab und gibt. Der gleiche Heilfeld beharrt nicht zufällig auf deutscher Überlegenheit, auch innerhalb Europas. Deutschland sei der Hüter des europäischen Gedankenfortschritts und die Europamitte nicht nur im geografischen Sinne. Meine Damen und Herren, wenn wir darüber sprechen, was kollektives Bewusstsein ist, was es ausmacht, jetzt in Bezug auch auf Anti-Amerikanismus, müssen wir uns ein klein wenig vergegenwärtigen, dass es um zwei verlorene Weltkriege geht, jetzt im Bewusstsein der Deutschen selber. Denn Dinner schreibt selber an einer Stelle, dass Adenauers Westbindung nach dem zweiten dieser verlorenen Weltkriege taktisch erfolgt ist und nicht pro-amerikanisch begründet war. Das bedeutet natürlich, dass all diese Vorgänge auch Auswirkungen auf das jeweilige
kollektive Bewusstsein haben, sowie auch zur Erinnerung die ersten Entschädigungszahlungen etwa an Shoah-Überlebende nicht freiwillig erfolgt sind, sondern erst auf Druck der Alliierten zustande kamen. Genauso verhält es sich, und jetzt ist es sehr entscheidend, mit der Demokratie. Die Demokratisierung ist ja für die Bundesrepublik, wenn Sie so wollen, erzwungen worden und war ein Ergebnis der Tatsache, dass die Westalliierten sie dann in der späteren Bundesrepublik Deutschland auch durchgesetzt haben. Das hat aber unmittelbar nichts damit zu tun gehabt, dass sich nach dieser Kapitulation, nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg etwa, Bewusstsein oder bestimmte Mentalitäten umstandslos von heute auf morgen verändert hätten. Wen das weiter interessiert, der kann das bei Hannah Arendt nachlesen oder bei Sam Pellower, die Untersuchungen durchgeführt haben, was das Bewusstsein der deutschen Bevölkerung unmittelbar nach der erzwungenen Kapitulation ausmacht. Worum es mir hier geht im Zusammenhang mit Anti-Amerikanismus, ist der Begriff, der von Adorno eingeführt bzw. geprägt worden ist, der Begriff des kollektiven Narzissmus. Das bedeutet, dieser kollektive Narzissmus, die, wenn Sie so wollen, Eigenliebe, das Bild, das man von sich selbst hat, diese Verletzung des kollektiven Narzissmus durch die Kriegsniederlage bedeutete ja, dass diese Niederlage als Folge eigenen Handels im Bewusstsein nicht wahrgenommen wurde, nicht wahrhaft durch eine Reflexion selbst, durch eine Reflexion im Bewusstsein verarbeitet wurde. Adorno schreibt dazu, hier darf ich ihn mal wörtlich zitieren, insgeheim, unbewusst schwelend und darum besonders mächtig, sind jene Identifikationen, also mit Deutschland, und der kollektive Narzissmus gar nicht zerstört worden, sondern bestehen fort. Nach Adorno ist der kollektive Narzissmus ein Ersatz für Versagungen und Enttäuschungen. Und dieser kollektive Narzissmus, meine Damen und Herren, ist natürlich dann besonders oder überhaupt irrational, wenn man sich vorstellt, dass die Zugehörigkeit zum jeweiligen Kollektiv ja immer zufällig ist. Das, was wir als Wir-Gruppe sehen, die Wir-Gruppe um uns herum, die Zugehörigkeit zur Nation oder einem nationalen Kollektiv, ist natürlich zufällig, der Zufall der Geburt. Nichtsdestoweniger ist dieser Begriff mir, der kollektive Narzissmus, besonders wichtig. Denn was macht dieser kollektive Narzissmus dann, wenn er geschädigt worden ist? Er ist also durch diese Kriegsniederlage jetzt geschädigt im Bewusstsein und er versucht, sich zu reparieren. Die Reparatur soll so aussehen, was zunächst im Bewusstsein die Vergangenheit soll, in Übereinstimmung mit den eigenen narzisstischen Wünschen gebracht werden. Die Vergangenheit soll in Übereinstimmung mit den eigenen narzisstischen Wünschen gebracht werden. Das bedeutet, ich muss sie mir so zurechtbiegen, dass zum Beispiel die Monstrosität des Verbrechens nicht mehr so monströs erscheint, indem ich im Nachhinein beispielsweise, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, die damaligen Opfer zum Mitschuldigen erkläre. Das ist ein Umgang damit. Oder, und dann geht es weiter, es soll dann aber auch die heutige Realität, die gesellschaftliche Wirklichkeit heute, so gemodelt werden, dass jene Schädigung von damals ungeschehen gemacht wird. Und das passiert beispielsweise, um nur ein Beispiel auch hier von vielen zu nennen, dadurch, dass ich mich entlaste, indem ich beispielsweise in der Imagination damalige Opfer zu Tätern von heute mache. Dann habe ich eine Entlastung vollzogen, indem ich beispielsweise diese Vergangenheit mir entsprechend zurecht modele und sie für die Wirklichkeit mir zurecht schustere. So ist beispielsweise von vielen Bundesbürgern die Demokratisierung, die von den USA aus erzwungene Demokratisierung, nicht als Erleichterung empfunden worden oder als Befreiung. Diese Re-Education wurde als Umerziehung verunglimpft. Unter der DDR hat sich der Anti-Amerikanismus zu Zeiten, vor allem in den 50er Jahren, noch wesentlich heftiger ausgelebt. Stichwort, es gab eben, ich zitiere, verschwörerische Pläne der Herren der Wall Street, die DDR zu unterdrücken. Das soll geschehen sein, übrigens unter anderem, vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte, durch den Abwurf von Kartoffelkäfern, um die DDR-Landwirtschaft zu schädigen. Kein Witz, ja?
Es wurde also den USA unterstellt, die hätten über Flugzeuge dann Kartoffelkäfer abgeworfen, um das sozialistische Kollektiv zu schädigen. Die Erinnerung an Dresden und nebenbei, meine Damen und Herren, hat auch für das nationale Narrativ der DDR eine ganz erhebliche Rolle gespielt. In der Bundesrepublik hat in den 60er Jahren dann die Studentinnen- und Studentenbewegung ihren Anteil, wie man leider sagen muss, auch im Nachhinein, zum Anti-Amerikanismus geleistet. Es ist, finde ich, an Stellen manchmal noch erstaunlich heute, wenn man sich mit Bildern oder Quellen auseinandersetzt, die das belegen. Denn schließlich, und diese Bemerkung sei mir gestattet, haben ja aufgeklärte Menschen, aufgeklärte junge Menschen ja an sich zu Recht den Anspruch zu reflektieren und bestimmte Dinge zu hinterfragen. Die Studentenbewegung damals jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland hat, was den Anti-Amerikanismus angeht, sich stellenweise überschlagen, indem sie sich mit den nationalen Befreiungsbewegungen der Dritten Welt quasi umstandslos identifiziert hat. Das führte dann nicht nur zu einer Glorifizierung der PLO, um mal ein wichtiges Beispiel zu nennen, sondern auch dazu, dass man auf Demonstrationen Plakate hochhielt, in denen der damalige US-Präsident Lyndon B. Johnson und Adolf Hitler in eins gesetzt wurden. Ein Motiv, wenn Sie so wollen, das auch später wieder auftaucht, wenn es um George W. Bush geht. Und auf die Studentenbewegung ist auch die bekannte Parole leider zurückzuführen, USA, SA, SS, woran man im Übrigen deutlich sieht, dass auch junge Linke überhaupt nicht davor gefeit waren, eine Entlastungsprojektion zu vollziehen, indem auf diesem Wege der Nationalsozialismus schlicht und einfach verharmlost wird. Hans Magnus Enzensberger hat damals davon fantasiert, dass es geplant sei, in den USA KZs zu bauen. Weiterhin hat er darüber spekuliert, aufgrund von Verschwörungen sollten die Präsidentschaftswahlen in den USA 1972 abgesagt werden. Wie wir heute wissen, ist das, glaube ich, nicht eingetreten. Auf jeden Fall zeigt das, wie weit dieses Verschwörungsdenken auch innerhalb aufgeklärter linker Köpfe ging. Was die Mobilisierungsfähigkeit des Anti-Amerikanismus betrifft, meine Damen und Herren, haben wir zumindest in der Bundesrepublik in den Jahren 1981 und 1983 die größten Demonstrationen der Bundesrepublik bis dahin erlebt. Es waren Hunderttausende gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen auf die Straße gegangen sind. Jetzt könnte man denken, nun ja, das ist ja natürlich auch okay, wenn die Leute gegen Dinge protestieren, die ihnen nicht gefallen, klar, auf jeden Fall. Aber auch hier haben wir einen Konnex hin zum Anti-Amerikanismus. Ich möchte den noch heute sehr aktiven Dieter Dehm, der für die Linkspartei arbeitet, zitieren. Von damals, er hat wörtlich geschrieben, ich zitiere, unser Volk war die bereitwilligste Manövriermasse für die Kulturmonopolisten aus den USA. Derart intensiv ist kein Volk in Westeuropa jemals kulturell fremdbestimmt worden. Schreibt ein Linker. Der deutsche Wald, die Heimat, können sich nur noch auf die Linke verlassen. Sei sie nun rot oder grün oder am besten beides. Zitat Ende. Der Chefredakteur von Spiegel und Stern 1989 hat da einen Bestseller geschrieben mit dem Titel Amigo Home, bezeichnenderweise. Und dieser Chefredakteur, der Rolf Winter, hat die Bundesrepublik als eine amerikanische Kolonie bezeichnet. Um das noch ein bisschen zu toppen, Karl-Heinz Deschner, Ihnen ein Begriff, wahrscheinlich noch. Er hat 1992 ein Buch geschrieben, das heißt Der Moloch zur Amerikanisierung der Welt. Und darin schreibt er allen Ernstes, natürlich hat es starke humoristische Aspekte, ist aber auch gleichzeitig natürlich sehr bedrohlich, Wall Street-Kreise haben Adolf Hitler gekauft, um den Zweiten Weltkrieg zu inszenieren, und dieses sei ein Muster jüdischer Politik. Der Terroranschlag, meine Damen und Herren, vom 9. September 2001, jetzt halten Sie sich fest,
wurde in Deutschland als Rache für Dresden imaginiert, als Rache für Dresden und genau in diesem Zusammenhang kontextualisiert mit Gewaltfantasien gegen die damals auf der Seite von Shoah-Überlebenden stehenden jüdisch-amerikanischen Anwälte. Sie erinnern sich, 2000, 2001 waren die Debatten hier um die Entschädigungsverhandlungen zugunsten von den wenigen Überlebenden, den Zwangs- und Sklavenarbeitern. Diese Entschädigungsverhandlungen, meine Damen und Herren, wären nie zustande gekommen, wenn es die amerikanische Regierung nicht gegeben hätte und amerikanische Anwälte, die das Thema medial bearbeitet haben, die dafür gesorgt haben, dass eine mediale Öffentlichkeit entstanden ist, vor allem in den USA. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, es gab ganzseitige Zeitungsanzeigen, zum Beispiel in der New York Times, großes Bild, man sieht den Mercedes-Stern und darunter Mercedes-Benz, Doppelpunkt, Sklavenarbeit. Gut, das ist doch ein legitimes Mittel, wenn man jemanden, so würde man argumentieren, dazu bringen möchte, an den Verhandlungstisch zu kommen. Das hört man ja in anderen Zusammenhängen auch gerne. Damals ging es darum, die Bundesrepublik Deutschland und mehr noch die deutschen Unternehmen, die von Zwangs- und Sklavenarbeit profitiert haben, dazu zu bringen, zumindest wenige geringe Summen den wenigen fast zu Tode geschundenen Zwangsarbeitern zukommen zu lassen. Und hätte es keine amerikanische Regierung gegeben, meine Damen und Herren, dann hätte es diese Entschädigungszahlung nicht gegeben. Denn die Bundesrepublik Deutschland hat sich historisch zu keinem Zeitpunkt freiwillig zu Zahlungen Shoah-Überlebenden gegenüber bereit erklärt. Das war immer erst ein ganz mühsamer, durch die Historie sehr gut zu verfolgender Prozess. Das ist deshalb so wichtig, weil diese Debatten damals auch Auswirkungen haben, selbstverständlich, auf Fantasien, auf das Bewusstsein. So schreibt der Spiegel am 9.8.1999, ich zitiere: Amerikanische Anwälte, die ihre Geschäftstüchtigkeit gut hinter der Fassade von Schuld und Sühne zu verstecken wissen, setzen deutsche Unternehmen mit überzogenen Forderungen unter Druck. Zitat Ende. Wie gut, dass wir den Spiegelautor haben, der in der Lage ist, hinter diese Fassade zu blicken und sich nicht täuschen zu lassen. Rudolf Augstein schreibt damals im November 1998, New Yorker Anwälte sind Haifische im Anwaltsgewand. Es geht um Rache bis ins siebte Glied, was immer das ist, durch die Weltpresse. All das sind Medienäußerungen zu Zeiten der Verhandlungen zugunsten von Holocaust-Überlebenden. Die Süddeutsche Zeitung möchte damals nicht zurückstehen und schreibt davon, dass Opferanwälte Weltpolizei spielen. Das war am 16.12.1999. Professor Lars Renzmann hat damals geschrieben, man hat sich in Deutschland die Opferanwälte geradezu so vorgestellt, als seien sie eine imperiale Macht, die über Deutschland herfällt. Meine Damen und Herren, Anti-Amerikanismus, so ähnlich wie auch Antisemitismus, wird tradiert. Wird über die Generationen hinweg tradiert. Die erste Instanz, um die es geht, wenn wir uns Vergesellschaftung ansehen, ist natürlich die Familie. Das heißt, Kinder und Jugendliche sind auch mit den Narrativen, den Erzählungen konfrontiert, die die Eltern ihnen sozusagen übergeben. Wenn wir feststellen, dass noch heute der Anti-Amerikanismus ein wirkungsvolles Ressentiment ist, das auch in Deutschland herrscht, in den Medien nachzuweisen ist, in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, wo immer sie auch hinschauen, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, woher kommt das? Darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen, nur schon mal einmal vorab. Die Medienanalyse des von mir sehr geschätzten Tobias Jecker, der ein sehr gutes Buch zum Anti-Amerikanismus geschrieben hat, das heißt Hass, Neid, Wahn, möchte ich Ihnen gerne empfehlen. Tobias Jecker, Hass, Neid, Wahn zum Anti-Amerikanismus. Dieser Tobias Jecker macht also eine Medienanalyse und kommt im Rahmen seiner wissenschaftlichen Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Amerika in fast allen Medien, die er untersucht hat, in fast allen Diskurszusammenhängen folgendermaßen dargestellt wird: als überaus gefährlich, eigennützig, profitgierig,
künstlich, oberflächlich und dekadent. Anti-Amerikanismus, meine Damen und Herren, besteht vor allem aus einem Dualismus, der darin besteht, er ist konstitutiv für diesen Anti-Amerikanismus, der darin besteht und ihm erst sozusagen Sinn verleiht, dass man einer Fremdgruppe, einem fremden Kollektiv, einem als fremd imaginierten amerikanischen Kollektiv, stereotype Zuschreibungen zugedenkt und damit die vermeintlichen Eigenschaften des Eigenkollektivs hervorhebt. Diese Dichotomien funktionieren anhand der Pole gut und schlecht. Für die Wir-Gruppe, das Eigenkollektiv also, sind diese positiven eigenen Eigenschaften in Abgrenzung zu denen, die man den USA unterstellt, regelrecht identitätsstiftend. Wir haben also, wenn Sie so wollen, ein spiegelverkehrtes positives Eigenbild, in dem wir uns von den negativen Konnotationen, die wir den USA gegenüber zuschreiben, abgrenzen. Das kann man sehr schön an ganz vielen verschiedenen Beispielen nachvollziehen. Wichtig in diesem Kontext, in diesem Dualismus ist, dass diese Selbstaufwertung des Eigenkollektivs, der Wir-Gruppe also, vor allem mit einer höheren moralischen Aufwertung einhergeht. Die Moral der Eigengruppe, des eigenen Kollektivs, wird als höher angesiedelt als das der Gruppe, von der man sich im positiven Eigenbild absetzt. Diese Selbstaufwertung in der Bundesrepublik hat vor allem damit zu tun, dass man sagt, man habe aus der Vergangenheit so erfolgreich gelernt, dass man jetzt im Gegensatz zu den USA die bessere Demokratie hat. Kein Witz. Die Bundesrepublik Deutschland hat aus der Vergangenheit gelernt, die USA dagegen aus ihrer jeweiligen Vergangenheit, Stichwort Irak und Vietnam, eben nicht. Das bedeutet, in diesen Zuschreibungen, das findet man in ganz verschiedenen Quellen und Dokumenten, die USA sind unbelehrbar und vordemokratisch, die Bundesrepublik Deutschland ist geläutert, zivilisiert und gut. Es geht also, wie ich sagte, um einen ganz starken moralischen Impuls darum. Wenn wir uns diese Dichotomien speziell auf das Feld der Außenpolitik bezogen anschauen, werden wir folgende Attribute feststellen, sehr spannend. In diesen Imaginationen sind die USA per se gefährlich, gewalttätig, heimtückisch, selbstsüchtig, rachsüchtig, machtversessen. Die Bundesrepublik dagegen ist gutartig, friedlich, ehrlich, selbstlos, fair und zurückgenommen. Wie wenig das, meine Damen und Herren, mit der Empirie zu tun hat, sehen wir schon daran, dass beispielsweise die Beteiligung der Bundesrepublik, ganz unabhängig, wie man das bewertet, am Afghanistan-Krieg überhaupt keine Rolle spielt. Es wird kaum oder gar nicht thematisiert, wie überhaupt Außenpolitik, das hatte ich eingangs erwähnt, in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit, viel zu wenig diskutiert wird. Wenn es gegen die US-Außenpolitik geht, wird häufig damit gearbeitet, dass man den USA eine demokratische Mission unterstellt. Jetzt verstehen Sie das richtig, das ist als Vorwurf gemeint. Eine demokratische Mission unterstellt und manchmal gleichermaßen, da sehen Sie auch einen Widerspruch, den Ressentiments ja an sich haben, gleichzeitig unterstellt man den USA, speziell der Außenpolitik, aber häufig rein materialistische Motive. Diese Einschätzung der US-Außenpolitik, meine Damen und Herren, geht in Europa häufig einher mit einem Kulturrelativismus. Man möchte ja auch gar nicht in Zustände eingreifen. Und das wird häufig verbunden damit, dass man denkt, dass zum Beispiel arabische Menschen nicht den Wunsch haben könnten, auch demokratisch zu leben. Das ist also ein Kulturrelativismus. Als müsse man per se und vom Grundsatz her davon ausgehen, dass arabische Menschen nicht an Demokratie und an zivilen Lebensverhältnissen interessiert sein. Den USA aber und oft im Verbund mit Israel wird unterstellt, sie seien der größte Störenfried auf der Welt, der Verursacher von Al-Qaida und islamistischem Terror schlechthin.
Was diese von mir angenommenen Zuschreibungen angeht, diese Dichotomien, von denen ich gesprochen habe, so gilt für die Innenpolitik. Die USA sind eigennützig, rüpelhaft, fundamentalistisch und totalitär. Die Bundesrepublik dagegen orientiert sich in ihrer Innenpolitik gemeinschaftlich, zivilisiert, demokratisch und offen, wie generell im Vergleich zu den USA die bundesrepublikanische Parteiendemokratie, der politische Prozess in Deutschland als Muster hingestellt wird, und zwar als Muster den USA gegenüber. Da dürfen wir uns an dieser Stelle auch kurz nach der Empirie fragen. Gerade der Fall NSU hat gezeigt, wie weit es mit demokratischen Verhältnissen, auch Kontrollmechanismen, Regularien in der Bundesrepublik Deutschland bestellt ist. Bis heute ist der NSU-Fall nicht aufgeklärt. Bis heute müssen wir davon ausgehen, dass bundesrepublikanische staatliche Institutionen in diese Vorgänge weit tiefer verwickelt sind als bisher bekannt. Nun gut, die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber es soll der Verweis genügen, dass es sicher schwerfällt, sich selber als Muster darzustellen, wenn es ganz erhebliche Defizite auch im Innern gibt. Wer ist demokratischer? Was ist transparenter? Die deutsche Außenpolitik, ich hatte es angedeutet, ist für unsere Begriffe vergleichsweise intransparent. Es gibt kaum öffentliche Debatten, um im Grunde doch auch für uns alle wichtige Fragen, was wollen auch wir, was wollen wir als Demokratie außenpolitisch, wie definieren wir oder sollten wir eine Außenpolitik definieren? Es gibt kaum eine Debatte, es gibt keine öffentlichen Anhörungen, wie sie zum Beispiel im US-amerikanischen Kongress gang und gäbe sind. Häufig hat man den Eindruck, als würden wichtige außenpolitische Entscheidungen hinter verschlossenen Türen stattfinden. Was nun den Bereich der Wirtschaft angeht, so tobt sich der Anti-Amerikanismus dort auf diesem Feld, wenn Sie so wollen, besonders heftig aus. Denn Amerikaner bzw. die amerikanische Ökonomie ist profitgierig, raffend, das taucht immer wieder auf, abstrakt, unsolide, habgierig, egoistisch, konsumorientiert und kurzsichtig. Und jetzt müssen Sie immer das Gegensätzliche, den gegensätzlichen Begriff dazu denken. Die bundesrepublikanische Ökonomie dagegen ist bescheiden, ganz bescheiden, dafür aber schaffend, konkret, qualitativ, sozial, sparsam, in Klammern achten Sie auf die Staatsverschuldung, also sparsam und besonders nachhaltig. Das ist ja ohnehin ein Zauberwort in jüngeren Diskursen. Wie werden die Amerikaner als Bevölkerung eingeschätzt von Europa, von Deutschland aus? Sie sind oberflächlich, leichtsinnig, dumm, heuchlerisch und prüde und täuschend. Nun gegen die eigene Bevölkerung imaginiert wird als tiefgründig, vorausschauend, klug, ehrlich und echt, was immer das heißen soll, echt eben. Gefährlich macht den Anti-Amerikanismus, meine Damen und Herren, besonders, dass es sich um eine gefährlich falsche Projektion handelt, so ähnlich wie im Antisemitismus. Beim Subjekt ist es ja bekanntermaßen so, dass verhasste und verleugnete Selbstanteile und Sehnsüchte auf ein anderes Objekt, in dem Fall auf den imaginierten Juden, übertragen werden. Was den Anti-Amerikanismus angeht, haben wir einen ähnlichen Mechanismus. Dort werden soziale Ängste und Probleme von Europa, von Deutschland aus auf die USA übertragen. Das bedeutet hier, dass man in der Rationalität, in der Reflexion ein widerspruchsvolles Weltgeschehen gar nicht mehr wahrnimmt. Und wenn, dann wird es nur ausschnittweise wahrgenommen. Denn Amerika ist in diesen Fantasien fast für die Übel auf der ganzen Welt verantwortlich. So sucht das Subjekt, wenn wir jetzt vom Individuum ausgehen, diese Meinung, es handelt sich um eine bloße Meinung, diese Meinung sich immer wieder auch in der Gemeinsamkeit mit anderen zu bestätigen. Das führt in einen Kreislauf. Interessant, dass man auch im Rahmen dessen sehr schnell und gerne doppelte Standards anlegt.
George Bush hatte ich erwähnt, der natürlich seinerzeit komplett verteufelt wurde. Und im Gegensatz dazu wird Barack Obama, oder wurde er besser gesagt, komplett idealisiert. Und auch da steckt eine Gefahr darin, denn man hat in Obama regelrecht einen Erlöser gesehen, dieser Begriff fiel auch. Das bedeutet aber, wenn man es analysiert, dass die Wirklichkeit, die Realität, die gesellschaftliche Wirklichkeit solchen Fantasien, solchen Idealisierungen gar nicht genügen kann. Das heißt, solche Bilder werden von der Realität nie eingeholt, das können sie auch gar nicht, weil Obama quasi seinerzeit, zumindest was die erste Amtszeit anging, derart idealisiert wurde, dass die Wirklichkeit dem schlicht und einfach nicht genügen konnte. Obama wurde bezeichnet als Erlöser, ein quasi religiöser Kontext, als Menschenfänger und an einer Stelle, das hat mir besonders gefallen, als politischer Poet. Das sind Charakterisierungen, die man übrigens im Zusammenhang mit europäischen Politikern, jedenfalls so ist mir das nicht bekannt, nicht so leicht findet. Was den Anti-Amerikanismus auf die Ökonomie bezogen angeht, ich hatte gesagt, dort ist er, so belegen das Untersuchungen, am heftigsten ausgeprägt, wenn es um Wirtschaftsthemen geht, geht es eben darum, dass bestimmte abstrakte, kaum fassbare, bedrohlich wirkende Erscheinungsformen von Kapitalismus, von Vergesellschaftung falsch abgespalten werden und komplett auf das Wirken der USA zurückgeführt werden. Es geht aber, wie wir wissen, dagegen um gesellschaftliche Totalität. Finanz und der sogenannte produktive Kapitalismus bedingen einander. Und überhaupt ist es auch interessant, wenn wir feststellen, dass selten etwa das Profitstreben deutscher Unternehmen als solches in Frage gestellt wird. Dass man selten danach fragt, was eigentlich deutsche Unternehmen in Asien machen. Sind dort Arbeits- oder Produktionsbedingungen etwa nicht auch von deutschen Unternehmen toleriert, die mindestens problematisch sind? Und nebenbei bemerkt, auch deutsche Anleger sind auf Rendite aus. Die Leitfrage lautet immer, was den Anti-Amerikanismus so gefährlich macht. Es sind meines Erachtens dieses Verschwörungsdenken. Es ist, dass sich nicht immer und nicht überall, das muss man hinzufügen, dass sich Anti-Amerikanismus, dieses Ressentiment, auch im Falle des Anti-Amerikanismus zu einem geschlossenen Weltbild verdichten kann. Das findet man zumindest in Medien nicht so häufig, aber es kommt vor. Eine wichtige Ingredienz des Anti-Amerikanismus ist das Verschwörungsdenken, die Leitfrage, die Sie kennen, cui bono, wer sie schon so stellt, ist auf dem falschen Gleis. Den USA wird häufig unterstellt, gerade sie seien verantwortlich für alle Krisen und Konflikte auf der Welt. Dies knüpft an gesellschaftliche Stimmungen, Ressentiments und Vorurteile. Und wer erinnert sich nicht noch an den Irakkrieg? Dort wurde vor allem in deutschen Medien unterstellt, es sei eine, ich zitiere, neokonservative Kosha Nostra, die zum Wohle Israels den Irakkrieg vom Zaun gebrochen habe. Auch hier ist der Anschluss an den Antisemitismus ganz umstandslos, wenn Sie so wollen, hergestellt. Damals war die Rede von einer sogenannten Israelisierung der Welt, ein Begriff, der auch und bis heute übrigens immer wieder auftaucht. Was den Anti-Amerikanismus so gefährlich macht, ist, und da bin ich dafür, ihn als Ressentiment zu sehen und nicht nur als bloßes Vorurteil, dass dieses Ressentiment gespeist wird, und auch das ist psychologisch wichtig, aus ungesättigten Instinkten, aus einem eigenen Gefühl der Ohnmacht, was bedeutet übrigens, dass man durchaus eigenen Machtwillen damit verbindet. Er hat seine Ursache in Unterlegenheitsgefühlen. Und vor allem für das Feld der Außenpolitik heißt das, dass man sich als höherwertig imaginiert und endlich eine selbstbewusste Außenpolitik für sich selber einfordert. Das Problem ist eben, dass man sich in ganz wichtigen Punkten abgrenzt, dass die Voraussetzung dieses eigenen, wenn es um die USA geht, darauf beruht, dass man sich im negativen Sinne abgrenzt, weil man mit den USA gefährlich falsche Vorstellungen verbindet. Dieses kaschiert einfach,
das eigene Unvermögen, systemimmanente gesellschaftliche Missstände als solche zu durchschauen, zu erkennen, sie zu reflektieren. Stattdessen gibt es eben eine Projektion nach außen, weil es so einfach ist, Schuldige für Missstände auch hier außen zu suchen. Und meine Damen und Herren, so etwas wie die deutsche Sozialgesetzgebung oder das Steuersystem ist nicht von den USA erfunden und gemacht, sondern die hiesige Politik sorgt für die Umsetzung. Es geht also darum, dass wir nicht von außen gesteuert sind, natürlich nicht, aber es gibt Leute, die das glauben. Wenn der Anti-Amerikanismus sich zu einem Weltbild verdichtet und Ideologie ist, und hier darf ich Ihnen kurz den Ideologiebegriff von Max Horkheimer anführen, den ich für wichtig halte, auch noch für heute, um solche Phänomene zu fassen, so wie Tobias Jecker das auch tut. Horkheimer also schreibt 1962, zitiere, der Name der Ideologie sollte dem seiner Abhängigkeit nicht bewussten, geschichtlich aber bereits durchschaubaren Wissen, dem vor der fortgeschrittensten Erkenntnis bereits zum Schein herabgesunkenen Meinen im Gegensatz zur Wahrheit vorbehalten sein. Mit anderen Worten, es geht bei einem so verstandenen Ideologiebegriff um Unwahrheit. Und wenn wir das reflektieren, was wir gehört haben, so ist darin natürlich eine große Gefahr, denn eine solche Ideologie orientiert sich, eine anti-amerikanische Ideologie, um präzise zu sein, orientiert sich eben nicht an gesellschaftlicher Wirklichkeit, die dann auch Grundlage von Kritik sein könnte, es geht ja nicht darum, das zu bestreiten, sondern orientiert sich eben an falschen Bildern, an gefährlich falschen Bildern, an Zuschreibungen, die dazu führen, dass man selber ja in gewisser Weise auch nicht mehr urteilsfähig ist, weil man ja keine rationale Grundlage hat, gesellschaftliche Wirklichkeit zu sehen und damit auch zu reflektieren, sondern mit Bildern arbeitet, die dieser Wirklichkeit auf die USA bezogen nicht entsprechen. Andy Markowitz, den ich sehr mag, darf ich sagen, geht davon aus, dass diese anti-amerikanische Ideologie geradezu sinnstiftend für Europa ist, und zwar vor allem deshalb, weil sie sich institutionalisiert, weil sie, egal welchen gesellschaftlichen Bereich sie betrachten, welche Medien sie betrachten, eine Art von Mainstream abbilden. Der Anti-Amerikanismus ist ja, und da gehe ich mit Tobias Jecker konform, nichts Progressives, sondern eine Art von konformistischer Rebellion. Es wird ja nicht reflektiert. Man reflektiert ja nicht im eigenen Bewusstsein eine Wirklichkeit, sondern man orientiert sich an Ressentiments und falschen Bildern. Der Sozialwissenschaftler Timo Nitz zum Beispiel stellt die Frage, ist es hier in Deutschland spezifisch, dass es eine Abwehr gegen die Moderne gibt, gegen die westliche Demokratie als solche und noch darüber hinausgehend gegen universalistische Prinzipien als solche? Wie auch immer, Ideologie bedeutet in jedem Fall Abschottung gegen Erfahrung, ganz wichtig, Abschottung gegen Erfahrung. Die Sicht auf die Welt ist ein, wenn Sie so wollen, geronnenes Bild. Ein statisches Bild damit. Nicht mehr erfahrungsoffen, nicht mehr für Erfahrung offen, sondern erfahrungsresistent. Es gibt eben kein anderes Amerika, sondern eine amerikanische gesellschaftliche Totalität, wie das auch für andere Gesellschaften zutrifft. Eine amerikanische Gesellschaft also, die sich vermittels ihrer eigenen Widersprüche und durch sie hindurch reproduziert. Eine rationale, erkenntnisleitende Frage, wenn wir uns mit den USA befassen, sollte daher sein, wer setzt sich warum und aufgrund welcher Interessen durch. Und das sollte auch im Idealfall überprüfbar sein. Die Kombination aus umfassender Welterklärung und einer damit einhergehenden kollektiven Selbstaufwertung unterscheidet den Anti-Amerikanismus von anderen Vorurteilen, Ressentiments und Ideologien. Und ich möchte Ihnen noch ein paar Zahlen quasi zum Nachdenken mit an die Hand geben. Im Jahre 2010 haben nach einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung 39,3% der befragten Bundesbürger zu Protokoll gegeben,
2010, das war die zweite Amtszeit von Obama, der ja als gut idealisierte Präsident, kann gut verstehen, wenn manchen Leuten die US-Amerikaner unangenehm sind. Das, meine Damen und Herren, zu einer Zeit der Obama-Idealisierung. Wir wissen aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, das bestätigt übrigens auch Emnet, die ja entsprechende Umfragen machen, immer wieder, dass der Anti-Amerikanismus wohlgemerkt trotz Obama gestiegen ist. Das ist nicht etwas schwächer geworden, sondern gestiegen. Emnet spricht davon, dass es eine schleichende Steigerung von Anti-Amerikanismus gibt, wenn entsprechende Umfragen in der Bundesrepublik durchgeführt werden. 2010 haben immerhin noch 47,3% der Bundesbürger zu Protokoll gegeben. Die US-Amerikaner sind schuld daran, dass wir so viele Weltkonflikte haben. Und jetzt halten Sie sich fest, 26%, das ist ja fast ein Drittel der Bevölkerung, der jüdische Einfluss auf die US-Politik war ein entscheidender Faktor bei der Planung des Krieges gegen den Iran. 2009 meinten 82,5% der Bundesbürger, ich zitiere, die US-amerikanischen Spekulanten zerstören die Werte der sozialen Marktwirtschaft. Das ist schon gehörig. Und immerhin noch 72,9% meinten im gleichen Jahr, mit ihrer Schuldenmacherei haben die Amerikaner die Weltwirtschaft zugrunde gerichtet. Zitat Ende. Wie gesagt, regelmäßige Umfragen lassen eine schleichende Zunahme des Anti-Amerikanismus erkennen. Und wir wissen, jedenfalls was die Bundesrepublik angeht, dass sich mit Anti-Amerikanismus auch Wahlen gewinnen lassen. Stichwort Schröder im Jahre 2002. Sie erinnern sich, es wird auch in der Wissenschaft nicht mehr bezweifelt, dass es ein ganz entscheidender Faktor dafür war, dass Schröder die Wahl gewonnen hat. Die Nichtteilnahme am Irakkrieg mit ganz deutlich anti-amerikanischen Untertönen in der Begründung. Die jüngere Bewegung, nämlich TTIP, belegt ebenfalls sehr schön, dass Anti-Amerikanismus ein Potenzial, ein Mobilisierungspotenzial hat. Ich will nicht beschreiten, Kritik an alles und jedem ist zulässig, aber es sollte einen schon nachdenklich machen, wenn einer der führenden Menschen dieses Protestbündnis TTIP, ein Jürgen Mayer in der Taz vom 25.01.2016 zu Protokoll gibt, sei geradezu ein großer Erfolg, wenn man davon ausgehen muss, dass die westliche Wertegemeinschaft vergeblich beschworen wird. Diese vergebliche Beschwörung ist geradezu ein Erfolgsmodell, ein Garant für den Erfolg dieser Bewegungen. Und er sagt im gleichen Interview in der Taz noch, das fand ich auch interessant, die Standards der USA sind in vielen Fällen keineswegs die besten. Erinnern Sie sich an meine Eingangsbemerkungen, VW und die Deutsche Bank betreffend. Auch hier kommt die Empirie nicht so ganz mit. Und wenn in einem TTIP-Flugblatt steht, dass TTIP vor allem Auswirkungen auf die Privatisierung von Krankenhäusern in Deutschland hätte, muss man auch hier die Gegenfrage stellen, ist das genügend reflektiert und sind so Prozesse wie die Privatisierung von Krankenhäusern nicht schon längst im Gange, schon ganz lange und insofern auch ein hausgemachtes Problem der eigenen Ökonomie. Das gilt auch für die Privatisierung von Wasserversorgung. Wir, die wir hier in Berlin leben, wissen das doch aus eigener Erfahrung. Die USA haben mit dieser Privatisierung von Wasserversorgung in Berlin null und nichts zu tun. Es handelt sich schlicht und einfach um eine kommunale Entscheidung des Landes Berlin, die lange, lange erfolgt ist, bevor TTIP überhaupt verhandelt wurde. Aber diese private Wasserversorgung taucht eben in diesen Flugblättern auf. Mit anderen Worten, es wird nicht mit Fakten gearbeitet, es wird mit Ressentiments gearbeitet. Ein Eigenverschulden, das sieht man auch hier an diesem Beispiel schön, wird nach außen projiziert. Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend, wenn Sie mir noch erlauben, ein paar Beispiele mit Ihnen erörtern, die wir vielleicht später auch noch, wenn Sie mögen, diskutieren können. Ich nenne Sie mal, ich hatte es eingangs angedeutet, die Schnittstelle hin zu Überlegungen, wie wir sie heute gehört haben. Es geht mir darum, einerseits, wenn Sie mir das erlauben, ein bisschen Sensibilität für Fragestellungen der Außenpolitik generell zu entwickeln. Andererseits vor der Folie dessen, was wir gehört haben,
Fragestellungen beleuchten, wie sie für die bundesdeutsche Außenpolitik in der Zukunft und damit für uns alle im Übrigen nicht so unwichtig werden. Ich spreche davon, dass diese Papiere, die ich ein bisschen analysiert habe, aus wichtigen bundesdeutschen Thinktanks nicht etwa anti-amerikanisch sind, sie aber dennoch zu lesen sind, ich sage mal, auf dem Resonanzboden des Anti-Amerikanismus, vor dem Hintergrund des Anti-Amerikanismus, wie er hier im Mainstream ist und gang und gäbe. Denn es ist, meine Damen und Herren, so denke ich zumindest, für uns alle hier schon von entscheidender Bedeutung, ob sich die Bundesrepublik Deutschland weiterhin in einem Bündnis orientiert, das bestimmte zivilisatorische Mindeststandards garantiert, oder sich alternativ dazu auf Wege macht, beispielsweise in bilateralen Partnerschaften, von denen wir nicht so genau wissen, wohin das führen kann. Eingangs möchte ich Ihnen aus einem Papier der Stiftung Wissenschaft und Politik zitieren. Das ist der unbestritten wichtigste außenpolitische Think Tank der Bundesrepublik Deutschland. Die Experten dort beraten die Bundesregierung und werden immer wieder gerne gehört. Das Papier ist ganz aktuell und dort können wir zum Beispiel lesen, der Autor ist Johannes Timm, er schreibt, die USA, die immer wieder den Anspruch auf eine wertebasierte Außenpolitik erheben und sich deklaratorisch von reiner Machtpolitik abgrenzen, so schreibt Timm, wirken scheinheilig, zumal wenn sie Vertrauen in die Ziele amerikanischer Außenpolitik und Gefolgschaft bei deren Umsetzung erwarten, ihr eigenes Verhalten gegenüber den Partnern jedoch von Misstrauen bestimmt ist. Er spielt hier und entwickelt das dann weiter auf die NSA-Affäre an. Und interessant finde ich, dass auch hier in diesem Papier ein ganz einseitiger Schuldvorwurf formuliert wird als Grundlage dann weiterer Analysen. Auch hier haben wir eine nach außen gerichtete Projektion. Wir wissen auch seit jüngerer Zeit, dass der Bundesnachrichtendienst ebenfalls und gar nicht wenig auch Partner ausspioniert hat. Und eine Frage sei an dieser Stelle auch ohnehin mal erlaubt. Die Frage ist ja selten diskutiert worden. Sicher, NSA hat gespioniert und hat auch Regierungseinrichtungen ausspioniert. Aber könnte es nicht auch sein, dass bei aller Beschwören einer westlichen Wertegemeinschaft die Amerikaner ein gewisses Misstrauen auch Europa gegenüber haben, das vielleicht, Stichwort Terrorismusbekämpfung, gar nicht so unberechtigt erscheint? Kann es nicht auch gerechtfertigt sein? Dann, wenn wir uns überlegen, sind die europäischen Vorschläge, wie wir einen islamistischen Terrorismus bekämpfen, effektiv? Das ist eine wichtige Debatte, meine Damen und Herren, weil sie auch Auswirkungen auf das Hier und Jetzt, auf die Innenpolitik hat. Und was vielleicht auch nicht so viele wissen, ein ganz wichtiger Hinweis auf den NSU, ich hatte ihn vorhin schon mal im Kontext erwähnt, nämlich dass es sich dabei schlicht und einfach um eine rechtsradikale terroristische Mörderbande handelt. Ein solcher Tipp, eine solche Spur zu verfolgen, kam bereits nachweisbar 2006 vom FBI. Wir sind also, wenn wir es ernst nehmen, manchmal auch darauf angewiesen, mit bestimmten Einrichtungen befreundeter Staaten zusammenzuarbeiten. Täten wir das nicht, hätten wir wahrscheinlich auch noch viel, viel größere Probleme in der Bekämpfung innen des islamistischen Terrorismus. Dann gäbe es nämlich auch keine Warnungen vor Terroranschlägen von außen. Ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen. Ich hatte die Stiftung Wissenschaft und Politik zitiert. Aus einem Papier von ebenfalls dem Herrn Timm, er schreibt, welche Implikationen die beiden Krisen, er meint NSA-Affäre und Ukraine-Konflikt, für die Politik haben, hängt entscheidend von den Vorstellungen darüber ab, was das Wesen des transatlantischen Verhältnisses ausmacht. Zynisch überspitzt ließe sich sagen, so schreibt er weiter, dass die NATO nur eine Zukunft hat, wenn man den Konflikt mit Putin weiter schürt. Zitat Ende. In dieser Wahrnehmung, meine Damen und Herren, schürt nicht etwa Putin einen Konflikt, indem er die Krim kassiert oder die territoriale Einheit der Ukraine attackiert, Georgien abschreckt und Befürchtungen, berechtigte Befürchtungen, wie ich denke, in Polen und dem Baltikum auslöst. Hier wird praktisch der NATO, dem westlichen Verteidigungsbündnis, unterstellt,
Ihr Daseinszweck begründe sich nur darin, bewusst den Konflikt mit Russland zu suchen. Tim schreibt weiter, mit den globalen Verschiebungen wirtschaftlicher und militärischer Macht werden weiche Machtfaktoren wie die Attraktivität eines Gesellschaftsmodells oder die Achtung der Menschenrechte wieder wichtiger. Soweit so gut. Diese, die Achtung der Menschenrechte, kann man jedoch nur glaubhaft nach außen vertreten, wenn man sich selbst daran hält. Anzeichen von Doppelmoral machen angreifbar. Das gilt unter anderem auch für die Auseinandersetzung mit Putins Russland. Zitat Ende. Mit dieser Doppelmoral sind die USA gemeint und niemand sonst. Aber nach der Gültigkeit der Menschenrechte in Russland oder dem Iran wird in diesem Papier nicht gefragt. Man darf ja fragen, wer Putin und etwa die iranische Diktatur überhaupt erst in den Stand versetzt, diese Politik umzusetzen. Wer ist der Adressat? Wer soll eigentlich über die Ausgestaltung solcher weichen Faktoren entscheiden dürfen? Am Ende Putin oder Khamenei? Das kann nicht im Ernst gemeint sein. Zur Erinnerung, es war die Bundesrepublik Deutschland, die der größte Handelspartner des iranischen Mullah-Regimes war und dieses ökonomisch mit erst in den Stand gesetzt hat, eine menschenfeindliche Politik nach innen hin auch durchzuführen. Meine Damen und Herren, nach Meinung der Stiftung Wissenschaft und Politik können gute transatlantische Beziehungen nicht das Hauptziel deutscher Außenpolitik sein. Entscheidend ist, Zitat, inwieweit diese Beziehungen dazu beitragen, die eigentlichen Probleme zu lösen, vom Klimawandel bis zum Ordnungszerfall im Nahen Osten. Aus deutscher Sicht heißt das, nehmen wir das Abkommen mit dem Iran. Stellen die Demokraten die nächste US-Präsidentin, ändert sich vermutlich nicht viel. Die meisten der republikanischen Kandidaten haben indes erklärt, im Fall ihrer Wahl das Abkommen aufkündigen zu wollen. Angenommen, es käme soweit, wie würden Deutschland und Europa reagieren? Selbst wenn sie sich nicht freiwillig an neuen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran beteiligen würden, was wäre, wenn die USA Sekundärsanktionen gegen europäische Unternehmen verhängten, die im Iran-Geschäft mitmachen? Gerade das, meine Damen und Herren, das ist ja der einzige Rückschluss aus diesen Bemerkungen, wird offenbar befürchtet. Und gute transatlantische Beziehungen können eben nicht das Hauptziel deutscher Außenpolitik sein. Das heißt, es soll gerade nicht um eine wertebasierte Außenpolitik gehen. Das Verhältnis etwa zu einem als Partner imaginierten Regime in Teheran hat demgegenüber Priorität. Das Regime wird faktisch aufgewertet. Es soll ein auch strategischer Partner bei der Beilegung von Konflikten werden. Und dies, meine Damen und Herren, wird gerade durch die Entwicklung der letzten 3-4 Tage gründlich widerlegt, denn im Bündnis mit Russland lässt das Regime in Teheran überhaupt keinen Waffenstillstand in Syrien zu und schon gar keine Friedenslösung. Dies ist nebenbei bemerkt auch, wenn man so will, ein Desaster für die Vermittlungspolitik Steinmeiers, die ausschließlich auf Konzessionen beruhte. Die Stiftung Wissenschaft und Politik schreibt im besagten Papier weiter, das Beispiel zeigt das Dilemma auf, das sich immer wieder stellt, was tun, wenn das Interesse an einem guten Verhältnis zur US-Regierung in Konflikt mit anderen außenpolitischen Interessen gerät. Aus europäischer Sicht zentral, so schreiben die Experten weiter, werden auch im nächsten Jahr der Bürgerkrieg in Syrien und der Umgang mit Russland sein. Die Realität aber sieht so aus, auch der Sicherheitsexperte Michael Rühle kritisiert das, die Beteiligung an einer militärischen Koalition aus Sicht der Bundesrepublik, zum Beispiel gegen den Islamischen Staat, ist so wohl dosiert, dass keine Verwicklungen in Kampfhandlungen zu fürchten sind. Und den Schutz der östlichen NATO-Verbündeten will man durch die rasche Zuführung von Verstärkungskräften bewerkstelligen, um so die Stationierung größerer NATO-Verbände in der Region und damit weitere Irritationen im Verhältnis zu Russland
geradezu zu vermeiden. Das sind in der Tat Themen, die miteinander verwoben sind. Aber ich denke, dass das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten für unsere Sicherheit hier und auch für unsere Demokratie essentiell ist. Und zwar auch deshalb, weil sich in anderen Papieren der Stiftung Wissenschaft und Politik Vorschläge lesen, dass man Bündnisse mit regionalen Partnern, gemeint sind Brasilien, auch andere, aber eben auch der Iran, dass diese Bündnisse mit regionalen Partnern stellenweise an die Stelle alter, westlich orientierter Bündnisse und Konstellationen treten soll. Stichwort NATO und EU. Und es wird zum Beispiel vorgeschlagen, dass man, wenn man diese globalen Partner, nehmen wir jetzt also das Mullah-Regime in Teheran, umwirbt, um eine solche Partnerschaft von der Bundesrepublik aus gesehen aufzuwerten, dass diese Partner auch das Gefühl haben müssen, dass dieses Bündnisangebot quasi ehrlich gemeint ist. Wie will man das erreichen? Man will es dadurch erreichen, dass man diese Partnerschaften, die man ja außenpolitisch anstrebt, innenpolitisch aufwertet. Das bedeutet, man will Institutionen innerhalb der Bundesrepublik schaffen, die so ausgestaltet sind, dass die Partner, die man außenpolitisch hat, diese Anstrengung der Aufwertung so versteht, dass man da die Interessen eben dieser Partner auch innenpolitisch vertritt. Was soll das heißen, meine Damen und Herren? Soll das heißen, dass beispielsweise das Islamische Zentrum in Hamburg, das ja schon jetzt vom Mullah-Regime in Teheran insofern gesteuert ist, als der Imam dieses Islamischen Zentrums von Teheran aus bestimmt wird, dass dieses Islamische Zentrum in Hamburg also weiter aufgewertet wird? In welcher Form? Als gleichberechtigter Partner in zivilgesellschaftlichen Diskursen? Ist das das Angebot, das wir dann dem Mullah-Regime in Teheran machen, damit die Mullahs in Teheran sich als strategische Partner auf Augenhöhe fühlen können? So kann man diese Papiere der Stiftung Wissenschaft und Politik lesen. Eine Außenpolitik auf der Suche nach regionalen Partnern muss abgefedert sein mit glaubwürdigen Angeboten der Teilnahme dieser Partner in der deutschen Innenpolitik. Ich möchte Sie daher für diese Fragestellung sensibilisieren. Das sind wichtige Herausforderungen, denen wir uns alle in diesen Fragen zu stellen haben, weil davon auch, verzeihen Sie mir so ein bisschen die Empathie, auch die Zukunft unserer zivilen demokratischen Gesellschaft hier abhängt. Wir bestimmen hier als Gesellschaft im Prozess, was innenpolitisch beispielsweise passiert. Und wir sollten jetzt vor dem Hintergrund solcher Informationen sicherlich auch nachvollziehen, warum es wichtig sein kann, sich auch verstärkt für die Ausgestaltung von Außenpolitik zu interessieren. Vielen Dank.